Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was ein Stack ist. Und ich sehe viele Videos im Internet, die sehr viel erklären mit Java und Stack. Und es ist gar nicht so schwer. Deswegen habe ich jetzt mal die Kamera eingeschaltet. Ein Stack ist einfach das hier. Guck mal, hier ist ein Buch. Und hier ist eine DVD-Hülle. Da ist nicht mal eine DVD drin. Das ist für mein Kindle. Und noch ein Buch. Und noch ein Buch. So. Und sagen wir, ich will jetzt die DVD-Hülle wieder haben, dann nehme ich das Buch weg, nehme ich das Buch weg, nehme ich die DVD-Hülle. Ich tue es wieder drauf. Und jetzt kann ich es von der Seite nicht nehmen. Ich muss erst die Bücher von oben abräumen. Erst dann kann ich es nehmen. Ein Bücherstapel. Das ist ein Bücherstack. Ein Stack ist einfach nur eine Form, wie dieser Stapel aus Büchern, wo du einfach nur ganz oben was drauf tun kannst und immer nur von ganz oben was wegnehmen kannst. Mehr ist das nicht. Ob das jetzt Zahlen, Bücher, Objekte oder Teekessel sind, ist dem Computer dabei völlig egal und braucht auch dir egal zu sein, kann auch dir egal sein. Wichtig ist einfach nur die Idee, du kannst es nur von oben drauf tun und du kannst es nur von oben wegnehmen. Das war's schon. Mehr ist es gar nicht.